Was ist denn das? Skylanders Superchargers. 1,99 € Super, nee, Skyslanders. Mal wieder um ein, ja, ein Reaction auf Agason Review. Und zwar hat er eine Media Markt Mystery Box sich gekauft. Das Ganze für 59 €, und wir machen ein Rädchen drauf. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Agason hat ja schon oft irgendwelche Mystery-Boxen gekauft und hat ja immer wieder gesagt, oh, macht's nicht mehr, weil immer nur Schrott drin war. Es waren natürlich alles immer auch teurere Boxen. Mal sehen, was er diesmal ergattert hat. Für 59 €, ich kann mir nicht vorstellen, dass was Gescheites drin ist, aber wir schauen's uns an. Los geht's! Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing einer Mediamarkt Überraschungsbox für nur 59 €. Das steht hier, dass sie nur 59 € kostet. Naja, ist ja immer noch ein bisschen Geld, was hier investiert wurde. Kann ja auch viel Murks drin sein. Naja. Ja, und das ist ja das schon, was ich gesagt habe. Es kann viel Murks drin sein. Also ich glaube, für 59 €, boah, was kann da drin sein? Irgendwelche Handyschalen und irgendwelches Zeug, was man vielleicht einfach nicht mehr braucht. Ich glaube nicht, dass was Gescheites drin ist. Vielleicht schreibt ihr mir mal in den Kommentaren, Chat, ob ihr auch schon mal so eine Mystery Box gekauft habt und ob ihr wirklich damit zufrieden wart. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Umtausch ausgeschlossen, kann geöffnete Waren enthalten. Okay. UVP 105,95 €. Ja, also ihr seht, 105,95 € UVP, das ist nicht mal die Hälfte des Preises. Und das kriegen wir für nur 59. Da bin ich ja mal gespannt, was drin ist. Die haben sehr interessante Verpackungen. Haben im Mediamarkt im Elbepark in Dresden noch viele andere, wenn ihr interessiert seid, könnt euch dort. Ich arbeite aber nicht mit ihnen zusammen, habe die selber bezahlt zu 100% und ja. Und ihr habt demnächst noch eine für 145 €, also dranbleiben hier auf dem Kanal, lohnt sich immer. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann ja, in ein paar Wochen bestimmt. Die nächste direkt. So. Ja, was soll ich sagen? Außer kauft mehr Fun Angels Messer und Merch und Mode. Und ja, könnt ihr euch mies. So, ja. Tja, das ist so ein bisschen auch eigene Werbung in eigener Sache. Fun Angels Produkte, Merch zu kaufen. Ja, das ist ein Schmuckstück. Damit öffnen wir jetzt dieses wunderschöne. Naja, schön ist eigentlich nicht. Damit öffnen wir jetzt dieses Paket. So. Was ist das eigentlich? Ich habe so eine Frischhaltefolie drum gewickelt, aber wirklich, man darf hier auf keinen Fall reingucken. Die haben sich wirklich Mühe. Aber was ihr sehen könnt, wenn ihr den Kassenzettel, auf dem Kassenzettel ist ja immer alles separat ausgezeichnet, also das seht ihr schon mal, also wenn ihr euch den Kassenzettel anschaut, könnt ihr schon mal sehen, was drin ist. Ist natürlich besser, wenn man den nicht anschaut und sich überraschen lässt, denn man hat es ja eh schon gekauft. Mühe gegeben. Naja. So. 59 €, ich bin gespannt, ich hoffe nicht so viele DVDs, Lichterketten und irgendwelche Kacke, die kein Mensch braucht. Und wenigstens ein paar coole Gimmicks, Adapter, Speicherkarten. Was so nervig ist, ein Handy. Na gut, Speicherkarten, sage ich mal, wäre ja noch okay, wenn das schöne große Speicherkarten sind mit, ja, welche man verwenden kann, dann ist das ja mal gar nicht so schlecht. Es gibt ganz andere Müll. Hüllen zum Beispiel, Tablet-Hüllen, das ist halt so Mist, der so spezifisch ist. Den kann man am Ende nie gebrauchen. Das ist halt einfach. In der Samsung-Tasche. Ja. Nicht so geil. Samsung. Okay. Ja. Das ist aber eine Stofftasche, ne? Ja, das ist nicht mich selbst zu spoilern. So. Lässt er dann nacheinander raus, weil. Hast du halt eine Tüte, jetzt habe ich die Hotel zerstört. Ja, ist ja schon mal da. Also was ich jetzt hier sehe, ist ein Sparschwein. Steckt da 59 € ins Sparschwein und du hast vielleicht mehr davon. Na egal. Was ist das? Ein Schwein. Sau viel sparen. Ja, genau. Ein Mediamarkt. Sparschwein. Ja. Das ist auf jeden Fall Baba Bro. Was ist das? Pokémon. Ach, das ist ein Pokémon. Eine Pokémon-Plüschfigur.
Ja, auch Dinge, die man nicht braucht. Höchstens, man ist jetzt wirklich riesiger Pokémon-Fan. Ansonsten Flohmarktartikel für 2 Euro. Ja, okay. Das ist stabil. Ja. Ach Mann. Dann eine Basecap, jawohl, eine Basecap. Ja, Flohmarktartikel für 1 Euro. PlayStation Mütze. 4,99 kostet die? Das ist ein Geier. Aber 4,99? ja. Eine richtige PlayStation Cap. Warum sind denn die Sachen heutzutage so billig? Hä? Okay. Ja, gut. Was haben wir hier? Digga, nicht euer Ernst, ey. Verdammter Fidget-Spinner. Ein Spinner, ein Spinner, einfach ein Spinner. Ja, selbst den wärst du wahrscheinlich auf dem Flohmarkt nicht mal für 1 Euro los. Ich weiß es nicht, aber bisher nur Schrott. Ey, das ist komplett ab. Ein Cars 3 Fidget Spinner. Ja, Merch, einfach Merch. Also jedenfalls ist das hier so gebrandet mit Cars 3. Ja. Aber was hat denn dieser komplett grüne Fidget Spinner mit Cars 3 zu tun? Nee, nicht aufregen, einfach genießen. Einfach genießen. Okay. Das hier ist auf jeden Fall schon offen und auch ziemlich gewaltsam geöffnet, scheinbar. Ja, wahrscheinlich irgendein Rückläufer, der jemand zurückgegeben hat, weil es nicht gepasst hat, weil es nicht gebraucht hat oder sonst irgendwas. Das ist ein SCART zu HDMI-Adapter. Oh, SCART! Ah, das sollte man aufheben, denn SCART wird bestimmt wieder irgendwann ganz modern, wie es die Schallplatte geworden ist. Irgendwann haben alle Fernseher plötzlich wieder SCART, ihr werdet sehen. Das ist Ladi, es ist Stromversorgungsgerät. Alter. Okay, HDMI zu SCART ist gar nicht mehr so dumm. Das habe ich halt auch mal benutzt, um mit meiner PlayStation 2 live zu streamen. Da konnte ich nämlich das Signal damit abfangen und zu HDMI machen und damit meiner Elgato sozusagen nutzbar machen. Das ist gar nicht mehr Ja. so blöd, aber. Aber ich glaube, lange ist es her, ne? Weil SCART, wo ist denn heutzutage noch ein SCART-Anschluss dran? Also ich kenne keinen Fernseher, wo heutzutage noch ein SCART-Anschluss verwendet wird. Wer zum Teufel ist in so einer Situation, dass man SCART zu HDMI bringen muss? Also gerade Ja. heutzutage, Alter. Wisst ihr überhaupt noch, Ja. was SCART ist? Schreibt gerne mal ernsthaft in die Kommentare, wenn ihr nicht wisst, was SCART ist. Ist ja nicht schlimm, jünger zu sein und den alten Kram nicht mehr zu kennen. Ich meine. Naja. Gut, natürlich muss man in Schrott, diesen einfach Belegschutz noch Schrott. Sachen sein, die halt Platz im Lager wegnehmen, aber. Was ist denn das? Skylanders Superchargers. 1,99 Euro. Super. Nee, Sky Slicer. Tja, was ist das? Was ist das? Also, das sagt mir jetzt gar nichts, kenne ich auch nicht. Chat, schreibt es mal in den Kommentaren, wenn ihr das kennt. Also ich kenne das nicht. Ich kenne das Ich nicht. kenne das nicht. Ist das Ich auch irgendwie nicht. was Populäres unter Kindern, was Spielzeug angeht, oder habt ihr davon auch noch nie gehört? Also, noch nie Ich was vermute gehört, nur mal gesehen. Letzteres. Schmarrn. Sony MDR ZX110AP Kopfhörer. Die sind mit Klinkenanschluss. Okay, Kopfhörer, ja, okay, ja. Aber mit Klinkenanschluss. Wer benutzt heutzutage noch Kopfhörer mit Klinkenanschluss? Also überhaupt mit Kabel? Gut, es ist Sony. Vielleicht kriegt man 5 auf den Guck ich mal Kopf kurz dafür. nach, was die kosten. Ja, das ist, ich schätze mal 17,99. Ja, wahrscheinlich irgend sowas Mann. in der Richtung. Obwohl, weil Sony ist vielleicht auch ZX 1999. 110. Also 14,49 irgendwas. ist die billigste. Aber darunter 17,99. Ah, schlecht Ah. billig. Ja. Die Version in
5 Euro auf dem Flohmarkt. Ein rosa kostet sogar 22,98. Wow. Ui. Aber die sind nicht in rosa, oder waren die in rosa? Mensch. Hey, Quatsch. Oder in A-Rosa. Die Single-Version in rosa kostet auch 14,99. Ich hab was verguckt. Ach. Ja, gut. Das ist bis jetzt für den Abstand der teuerste Artikel mit fast 15 Euro. Bis jetzt, ja. Ist völlig schmiert. Naja. Gut. Okay. Ist an sich was Sinnvolles. Ich habe nur leider kein Handy mehr. Ich habe halt kein Handy mehr mit dem Kopfhöreranschluss. Das ist letztes. Ja, wer hat das heutzutage schon? Tüte ist leer. Das war's? Noch ein Artikel. Was ich jetzt hier gerade sehe. Und zwar haben wir hier einen Mobile Living Made Easy Cool Power 804K Voltage Converter 24:12 Volt. Okay, das kannst du brauchen. Nee, ich wollte gerade sagen, wenn du im Wohnmobil unterwegs bist, aber am Ende 24:12 Volt. Nicht 42:12. Ja gut, man kann das mal gebrauchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich bin jetzt bei 28 in einigen Monaten und habe das in meinem Leben noch nie vermisst. Ja, fassen wir nochmal alles zusammen. Ja. Ich bin wirklich sauer, weil das macht mich hier alles mit. Hier ist ja nichts zu... Das Witzige ist, er ist ja immer sauer. Er ist immer sauer auf diese Boxen, die er kauft, aber er kauft sie immer wieder. Gut, diesmal eine günstige, aber er hat ja anscheinend noch eine für 149 gekauft, wo wahrscheinlich der gleiche Shop drin ist. Ja, es muss immer wieder gekauft werden. Was ich auch jemals irgendwie ansatzweise gebrauchen könnte. Wir haben diesen Konverter da, ja, fürs Auto halt. Autobatterie hat 24 Volt und nutzbare Geräte um die 12. Okay. Ja, kann nutzbar sein. Ein HDMI zu SCART-Adapter oder andersrum. Dieses Spielzeug Raumschiff. Eine PlayStation Cap. Dieses Sony Kopfhörer. Ein Cars 3 Fidget Spinner. 6. Ein Pokémon Plüschtier. 7. Und ein Mediamarkt Sparschwein. 8. 59. Also, wenn wir jetzt mal ausgehen davon, 60 Euro, 8 Produkte, da sind wir durchschnittlich irgendwo bei 8 Euro pro Produkt. Keins davon. Ich will vielleicht 8 Euro für alles zusammen bezahlen, aber ansonsten Schrott. Ja, wer hat von euch schon mal sowas gekauft? Ich glaube, man kann da nur miese machen. Ich habe noch nie von jemand gehört, dass er da Plus gemacht hat. Die Euro wurden noch nie so gut investiert. Ja, das glaube ich auch. Wer hat das wirklich gekauft? Wer? Boah. Nee. Ich will es nicht kaufen. Ich will es nicht kaufen und immer wenn ich mehr davon sehe, sage ich nein. Man macht dabei nur miese